Mahlzeit Leute, mein Name ist Decoy, ihr seid auf der Sonnenseite und wir spielen heute zusammen Rock of Ages, der zweite Teil. Wir werden mit unserem Bällchen hier einige geschichtliche Elemente durchballern, im wahrsten Sinne des Wortes. In der letzten Folge haben wir einen Boss platt gemacht und wir waren in Pompeji und haben einen, ja, zweigesichtigen Dämon platt gemacht. In der heutigen Folge werden wir uns mit Holland beschäftigen. Ein sehr entspanntes Ründchen, wie ich hoffe. Ich hau euch erstmal ganz dezent das Intro raus. Bis gleich. Hier geht's weiter, meine Damen und Herren. Wir sind in Holland. Die Windmühle ist on fleek. Wir betreten die Arena. Ah, Van Gogh. Den kenne ich. Alter, was ist er für ein Monster? Vincent van Gogh. Okay. Let's go. Ich bin gespannt, was hier abgeht, Mann. Vor allen Dingen, was das für eine Landschaft sein wird, frage ich mich. Hoffentlich wieder so einen grünen Rasen. Die grüne Rasen, ich mag diese grünen Rasen. Alter, große Feuerbälle richten zusätzlichen Schaden an. Okay, nehmen wir. Gepaart mit unseren Kühen, unseren Bumsi-Bumsen. Ich weiß immer noch nicht, wie die... Sprungbrettfalle. Hat ja auch erst 4 oder 5 Folgen gedauert, bis ich das rausgekriegt habe. Okay, der Sprengstoff ist auch geil. Die Minen dürfen nicht fehlen. Und diese Teile sind auch nicht verkehrt, wie ich in dem letzten Part gemerkt habe. Sind wir bereit? Wir sind bereit. Auf geht's. Da vorne ist eine Mine. Please, so. Und die nächste Mine ist hier unten. Dahin. Und dann haben wir noch eine hier. Geil. So, wer mich kennt, weiß, wie ich das hier handhabe. Wir machen erstmal hier unten unser Gebiet safe. Oh nein, die Mucke schon wieder. Sprengstoff. So, Türmchen. Nein, ich habe die Türmchen nicht mit. Oh Mann, ich brauche definitiv eine neue... einen neuen Dingsbums. Einen neuen Platz hier für Things. Oh Mann. Mist. Okay, dann ballern wir hier noch Kühe hin. Und zwar nicht allzu knapp. Boah, das ärgert mich jetzt aber übelst. Cash ist alle. So, das war's. Sprengstoff könnte ich echt noch hier gut verteilen, um ihn aufzuhalten. Hier zum Beispiel an der Bridge, aber hier wird er wahrscheinlich drüber springen. Das heißt, wäre eventuell ratsam, hier vorne Sprengstoff platzieren. Ich glaube, das war es aber auch. Er rollt schon. Ist er ein Käse? Er ist jetzt kein Käse, oder? Er ist ein Käse. Er ist ein Rad aus Käse. Ein... Ey, wie unfair. Dann passt er ja voll krass irgendwo durch. Ich sehe natürlich übelst heiß aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Hier hat er keine Mine hingepackt, was ich schon mal richtig gut finde. Hier möchte ich außen lang. Das hat ja eigentlich ganz gut geklappt. Hier möchte ich eigentlich auch wieder außen lang. Das klappt eigentlich auch ganz gut. Wow. Okay, hier muss ich aber gerade durch so ein bisschen. Oh, das war eine Kuh. Passt natürlich auch gut zu Holland hier.
Und dann bin ich jetzt gleich schon am Start, oder was? Ja, ich glaube, ich müsste mal langsam. Dann wird mir das in der nächsten Folge. In der nächsten Folge sagen. In der nächsten Runde hier. Schaffen. Machen wir vielleicht haben wir weggenommen. Gar nicht so viel. Kann ich denn. Ja, ich glaube, ich bin jetzt gleich auch am. Ach, verdammt nochmal. Ich bin jetzt gleich auch am Ziel. Der hätte ich erstmal. Aber hier war die erste Mine von ihm. Oh, Elefanten. Er wird definitiv einmal mehr rollen als ich. 173. Ja, ich glaube, ich mache ein bisschen mehr Schaden als er. Aber auch nicht wirklich viel. Okay, sprengende Stoffe hier. Hier ein paar von den Dingern. Und wieder ordentlich Kühe. Hier auch nochmal Kühe. Meine Mine. Hier nochmal Kühe zum Aufhalten. Ja, es ist so unnütz eigentlich am vorderen Teil viel zu platzieren, was ihn aufhalten könnte. Weil er ja am Ende gebremst werden soll, eigentlich, ne? Was? Oh, sorry. Cash. Brauche ich noch ein bisschen. Er wird auf jeden Fall eher fertig sein als mich. Als mich. Ja, einen kann ich noch setzen. Und er rollt schon wieder. Und ich bin noch nicht mal, ja doch, gerade mal so ein bisschen über die Hälfte. Jetzt ist er kein Käse mehr. Kann man das wechseln? Ja, wahrscheinlich nur die anderen. Nicht man selber. Ah, da war ich zu langsam. Boah, er springt hier auch übelst krass rüber. Zerstört aber meine... Ah, habe ich ihn wenigstens einmal getroffen. Zerstört aber meine ganzen Sachen nicht. Das finde ich gut. Ich glaube, die Brücken bremsen uns auch eher ab. Hier wieder Kanonen. Okay, gut dran vorbeigekommen. Oh, Kühe. Wir gehen einfach mal über Land, ne? Ich glaube, wir können aber nicht so gut Speed aufnehmen. Die muss ich definitiv schreiben. Die Teile. Ja, ist ja gut. Wir sind eigentlich ziemlich resistent. Oh, hier möchte ich drüber. Ui. Okay. Auch wieder kaputt. Keine Kuh mitgekriegt, aber er dafür. Oh, krass. Das war ein heftiger Jump. Das werde ich in der nächsten Runde auch so machen. Wie viel habe ich? Weniger als die Hälfte. Dann hoffen wir mal, dass wir ihm jetzt auch ein bisschen mehr abziehen können. Hier hat er Kühe gesetzt und noch ein... Was gesagt? Komm schon, er hat mich einmal getroffen. 191. Yo, ich habe ihn definitiv mehr abgezogen. Wenn ich ihn noch einmal treffe, bin ich definitiv der Winner. So, und wir machen wieder hier unseren Furunkel hin. Geht anscheinend nur hier. Hier anscheinend nicht. Sprengende Stoffe. Sprengstoff. Sprengstoff schön zwischen die Kühe. Ach ja, hier wird er wahrscheinlich rüber jumpen. Okay, kommt hier noch so ein Ding hin. Da noch so ein Ding und hier und da. Und hier so schön. Und da ist auch schon den Cash alle. Beziehungsweise 10 von 10 sind erreicht. Sprengstoff habe ich auch erreicht. Kühe kann ich noch übelst viele setzen. Genauso wie diese Sprungbrettfallen. Jetzt habe ich es aber auch drauf, ne? Er wird eh hier rüberkommen. Ich fahre ja auch nicht auf dem regulären Weg. Mein Cash ist alle. Ich hoffe echt, dass er... Ah, der wird mir nicht mit einem Roll so viel abziehen können. Vielleicht setze ich hier noch Kühe hin. 250. Na, ich versuche ihn lieber mal so zu treffen. Jo, einmal. Ah, da räumen wir lieber los, ne? Bevor wir uns hier lumpen lassen. So. Hüpf, hüpf, hüpf. Tja, Kanonenkugel. Oh, doch, hat er einmal getroffen. Kühe können wir gut umgehen. Genauso wie hier. Jetzt fließen wir wieder schön über Land. Nichts trifft. Okay,
Okay, nur ein bisschen trifft uns. Ja, wir haben ihn gerade, glaube ich, aufgehalten. Oder wie habe ich das in meinem wachen Auge gesehen? Wow. Seine Kanonenkugeln sind jetzt auch nicht wirklich effektiv, dadurch, dass hier ziemlich viele Landsachen am Start sind. Oh, die Kuh hat sich mega kurz nur gehalten. Vielleicht, weil wir so heiß sind. Er ist am Start bei uns. So, wir müssen ihn jetzt nur noch mit einem Schlag fertig machen. Das heißt, ich muss echt gut angerollt kommen jetzt gleich. Also jetzt. Also halt jetzt. Keine Kuh bitte. Er trifft mich. So, keine Kuh. Und jetzt. Komm schon. Und... Bam, jawoll. 190 Schaden. Wie immer schreien. Mann. Cool. Machen wir wieder schön alles kaputt. Wie es aussieht, ne? Ohne Scheiß. Cool. 3 zu 16. Und wir haben diesen Käsebanderolen-Lochstein gekriegt. War jetzt eigentlich recht easy, obwohl ich auf schwer spiele, auf normal spiele. Vielleicht können wir das nochmal ändern im Nachhinein. Ballon. Heften sich an Felsblöcke, dank der neuen Löwenankertechnologie. Oh, ja, das ist geil. Das ist eigentlich recht geil. Was haben wir denn hier unten? Das sieht so germanisch aus hier. Lviv. Hört sich eventuell doch ein bisschen russisch an. Was das sein soll? Keine Ahnung. Was haben wir da oben? Haben wir die dicken Kanonen? Oslo. Wo war denn nochmal Oslo? Egal, wir betreten die Arena von Oslo. Ich weiß nur, dass da öfters mal gesungen wird, so Eurovision-mäßig. Ah, der Schrei. Wie seine Arschbacke wackelt. Oha. Ja, ich dachte gerade, er explodiert. Der Schrei. Man kennt ihn. Man kennt ihn. Okay. Wir kämpfen gegen Lüskrim. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Was haben wir denn hier? Alter! Prähistorisches Rad. Sehr schwer zu manövrieren, aber kann eine höhere Geschwindigkeit erreichen. Beschädigung? Boah, nichts geht über den, ey. So, den, Falle, Sprengstoff. Hey, ich hab gesagt den. Was nehmen wir denn jetzt? Ich glaube, ich nehme mal den noch mit. Und dann werde ich gleich noch definitiv schauen müssen, wo ich noch so einen Slot herbekomme. Dass ich mehr Sachen mitnehmen kann. Das scheint mir dann doch recht wichtig zu sein. So, einen haben wir noch. So. Dann wollen wir mal schauen. Da vorne ist das Schlösschen. Okay, man kann echt noch gut Anlauf nehmen hier. So, so, so. Davor wieder ein bisschen Sprengstoff. Dann werden wir was freilassen. Türmchen. Wieder die Sprungbrett fallen. So, und davor ballern wir jetzt erstmal hier diese ballistischen whatever this für Sachen sind. Von wem war das nochmal? Van Gogh, ne? Ist auch recht teuer. 395, ey. Wir sind ungefähr bei der Hälfte angelangt mit unserem Steinchen. Ich bin gespannt, wie schnell der Schrei sich hier aufmotzt. Hier ist noch eine Brücke. Oh, eine Brücke ist ja echt prädestiniert für die Sprungbrettfallen. Ich hoffe, man kann die auch hier setzen und nicht nur hier in der Mitte.
Ja, man kann sie überall setzen. Ah, das hätte ich eher wissen müssen. Gut, wir haben ja 3 Minen gesetzt. Das heißt, ich werde in der nächsten Runde hier übelst viel hinklatschen. Also, really. Okay, wir sind fast zeitgleich unterwegs. Mal sehen, wer schneller am Start ist. Was hat er für einen Ball? Boah, er ist echt schnell, kann das sein? Okay, er hat keine Mine hier hingesetzt. Da sind diese hässlichen Schafe, die einen echt gut aufhalten. Und wir sind schon am... Wow. Am Steg angelangt. Alter, der war nicht schlecht. Da sind wir echt gut durchgekommen. Hüpf. Er ist auch schon am Steg. Okay, bisschen bremsen. Was hat er hier hingesetzt? Kühe. Ja, Kühe sind bestimmt auch geil auf dem Steg. Was? Nein, ich bin doch gar nicht. Ich bin doch wieder offen. Okay. Egal. Wir werden trotzdem eher treffen. Der Sprengstoff hat ihn gerade gut gehittet. 227 Schaden. That was fresh. Okay. Erstmal ein bisschen Sprengstoff verteilen. Kühe habe ich natürlich nicht mitgenommen. Perfekt. Er hat mich getroffen. Oh, und übelst wenig abgezogen. So, den Rest lasse ich mal. Die restlichen 5 für hier vorne noch. 3, 4. Na, ich habe nicht genug Geld. Nice. Aber hier hinten, das war schon gar nicht mal so verkehrt. Hat er das Ding jetzt ausgelöst? Man sieht nie, wann es ausgelöst wurde. Okay. Sprengstoff. Mein Ball ist zur Hälfte fertig. Das Geld kommt gut rein. Ich habe immer noch 3 von 3 Minen am Start. Türmchen könnte ich zwar schon bauen, aber ich glaube, der Sprengstoff ist definitiv effektiver. Hier habe ich auch noch ein paar von. Ich glaube, hier möchte ich noch einen Sprengstoff hinsetzen und hier dann noch 2 von diesen Sprungbrettpfeilen. Aber ich glaube, wir fliegen erstmal direkt los gleich. Okay, die hat noch hingepasst. Komm schon. The enemy is rolling. Und her. Was ist das für ein Ball? Was hat er da? Der sieht mega wabbelig aus. Oh shit. Oh shit. Ah. Da bin ich ein bisschen zu hart von der Bahn abgekommen. Hab nochmal einen mitgenommen hier. Oh, was ist das? Gibt es Heilwege? Okay. Nein! Krasses Schaf. Die sind echt böse, die Teile. Also die halten einen gut auf. Er ist schon am Steg. Oh, da hat er natürlich jetzt... Nice, was... Okay. Nice, was hingestellt, wollte ich gerade sagen. Alter, wie schnell ist er? Ist er aus Gummi? Sieht mir irgendwie so aus, als ob er aus Gummi ist. Hier habe ich eben auf jeden Fall gut einen rausgelassen. Aha. Habe ich ihn umgebracht? Ja, ich glaube, ich habe mich komplett aufgehalten. Dummes Schaf. Ist krass. Da habe ich dann, das ist natürlich dann... Natürlich ein krasses Zeichen, dass ich gut gesetzt habe hier. Und... 180. Einmal noch. Dann sind wir mit ihm durch. Okay. Okay, ich mache wieder hier hinten alles zu. Und er rollt auch schon. Okay, das ist hart. Das ist echt hart. 30 von 30 Stück. Okay, dann müssen hier jetzt noch Türmchen hin. Hier kann ich nichts mehr hinbauen. Hier kann ich noch ein Türmchen hinbauen. Genauso wie hier, genau vor dem Sprengstoff natürlich. Perfekt. Vielleicht kann er hier noch an der Seite lang. Hier werde ich ihn schon aufhalten wollen. Und danach kriegt er... Ich
würde ganz gerne nochmal hiervon einsetzen. Ich weiß nicht, wie effektiv die sind. Die sind auf jeden Fall teuer. Ich glaube, ich nehme lieber den. Und dann gucke ich mal, ob ich ihn einmal abschießen kann. Natürlich nicht. Perfekt. Er ist echt schnell. Ah, auch nicht. Ah! Schweinehund! Ah, ich glaube, die Teile sind gar nicht so verkehrt hier. Er hat schon wieder die Hälfte der Energie verloren. Okay, egal. Wir können rollen. Er hat mich noch ein bisschen effektet, aber nicht weiter tragisch. Die Kühe machen die erstmal direkt platt. Bäh, hallo! Ja gut, was ist denn hier los? Ist das hier ein geheimer Weg oder was? Ja, anscheinend. Boah, ich dachte gerade, ich bin schon wieder von der Karte gespleased worden. Aber nö. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Unverhofft kommt oft. So, Wolke. Hab ich nicht getroffen. Bisschen bremsen. Ich dachte eigentlich, er würde mehr hier auf den Steg ballern. Aber habe ich ja noch nicht gemacht. Schaf hat mich nicht getroffen. Kühe müssen wir umgehen. Eine nehmen wir mit, okay. Ey, komm schon. Das war jetzt echt nicht weit. Aber egal. Wir werden ein bisschen weiter nach vorne gepackt, was natürlich auch nicht verkehrt ist. Egal, er trifft uns einmal, aber wir werden auf jeden Fall 214 Schaden. Alter Vater. So. Kaputt doch gemacht. Oh, hallo, Schrei. Die Beine. Witzig. Ah, er wollte gerade nochmal los. 3 zu 18. 3 zu 18. 3 zu 2. 18 zu 9. Damit kann ich leben. Freigeschaltet. Ja, jetzt bin ich gespannt, was das für ein Ding ist. Aber egal, das werden wir erst in der nächsten Runde sehen. Was haben wir hier? Die dicken Kriegskanonen, oder? Ja, Kanone. Hier oben, soll das sein? Skandinavien oder so? Ist auf jeden Fall nichts mehr am Start. Hier können wir noch runter. Das sieht mir ein bisschen eisig aus. Ich weiß nicht, ob ich darauf schon Bock habe, aber es würde mich echt interessieren, was hier noch am Start ist. Aber ich habe gerade gesehen, wir haben 10 Punkte am Start. Das heißt, wir können hier so ein bisschen rumballen und uns in der nächsten Folge mit dem kleinen Boss hier beschäftigen. Wenn wir durch dieses Tor gehen. Was das für einer sein wird, werden wir dann morgen herausfinden. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bewertet gerne den Part und wir sehen uns dann morgen. Tschüssikowski.